Wir machen das Turbozentrum zum Hyundai i30N Zentrum. Was wir alles am Start haben für den i30N, zeige ich euch im heutigen Video. Der Hyundai i30N 2 Liter 16V Turbomotor ist ein sehr beliebter Motor, den man bis über 400 PS tunen kann. In unserer Serie Motor verstärken haben wir ja gewisse Bauteile vorgestellt von Kolben, Pleuel, Ventilen und so weiter. Heute will ich euch mal anhand dieses Fahrzeuges bzw. dieses Motors ganz speziell zeigen, was ich für welche Leistungsstufen benötige in diesem Fall. Fangen wir mal an mit der Stage 1. Ich sage mal, bei uns in unserem Erfahrungskreis sind das so ungefähr um die bis zu 330 PS. Was empfehlen wir dafür? Auf jeden Fall eine Ansaugung oder ein Sportluftfilter, ein Cut bzw. ein Rennsport-Cut von HJS oder ein Motorsportkatalysator von HJS, in dem Fall ist es eine ganze Downpipe, und ein Wagner oder auch von Forge Ladeluftkühler. Jetzt die Unterschiede, ihr seht hier, das ist eine komplette Ansaugung von Piper Cross inklusive Rohr, die ist mit TÜV. Hier ist sozusagen ein Austausch Piper Cross Sportluftfilter für den Originalluftfilterkasten. Das ist ein HJS Motorsportcut mit EG-Typengenehmigung. Und jetzt ganz wichtig, dadurch, dass das eine E-Nummer hat, muss das so behandelt werden wie ein Originalteil. Das heißt, ihr könnt die Ansaugung zusammen mit diesem Katalysator einbauen und braucht nur die Ansaugung eintragen zu lassen. Und in der Regel darf euch das auch nicht verwehrt werden, weil dieser Katalysator muss wie ein Originalteil betrachtet werden. Jetzt kommen wir zum Ladeluftkühler. Das ist ein Hochleistungsladeluftkühler von Wagner Tuning. Gibt es auch von Forge und auch noch von zwei, drei anderen Herstellern. Der hat auch ein TÜV-Gutachten. Hier haben wir jetzt ein kleines Problem. Das hat ein TÜV-Gutachten, das hat ein TÜV-Gutachten, das hat eine EG-Typengenehmigungsnummer. Das heißt, baue ich die drei Sachen zusammen ein, muss ich eine 21 machen. Das heißt, eine sogenannte Sonderabnahme oder eine Einzelabnahme. Da wird geprüft, ob das in Kombination bei dem Auto nicht die Abgaswerte verändert und so weiter. Sprecht sowas vorher mit eurem Prüfer ab. Warum brauche ich diese drei Sachen? Ladeluftkühler, ganz klar, kühlere Ansaugluft. Rennsport-Cut kann der Turbolader freier atmen, gerade bei den OPF-Versionen auf jeden Fall empfehlenswert. Und Ansaugung, ganz klar, wenn ich ein Software-Tuning mache auf, sag ich mal, in dem Fall wären es ja fast 50 PS mehr, dann atmet ja mein Motor mehr ein und dann wird der Originalluftfilter relativ schnell an seine Grenzen kommen. So, jetzt will ich aber, ich sag mal, 400 PS haben. Bei uns kein Problem. Was braucht ihr dann zusätzlich? Auf jeden Fall eine verstärkte Kupplung, in dem Fall hier von Sachs. Die Sinter-Version, gibt es auch eine organische Version. Dann natürlich unser Herzstück, den Turbozentrum Hyundai i30N Stage 3 Plus Turbolader. Was heißt Stage 3 Plus? Das heißt, bei uns wird nicht nur sozusagen das Innenleben des Turboladers alles vergrößert, 9 Blade Abgaswelle, größeres Verdichterrad, Speziallagerung und so weiter, sondern es wird hier auch am Einlass zu dem Inducer-Bereich, also Eintrittsbereich des Verdichterrads, wird maximal aufgespindelt und auch schön aufpoliert. Dazu empfehlen wir dann unsere Ansaugung. Die haben wir selbst entwickelt. Das ist ein ganzer Silikonschlauch, der hat eine verstärkte Drahteinlage. Was ist der Vorteil davon? Ich finde hier den OEM-Look ziemlich cool, weil der Schlauch sieht dem Original schon etwas ähnlicher. Das hier fällt natürlich mehr auf. Wichtig ist, diese Ansaugung bieten wir an für sämtliche Hyundai i30N Lader. Das heißt auch für den Serienlader oder für unsere Stage 2 Version oder für unsere normale Stage 3 Version. Wir haben da spezielle Einlässe dafür, die werden automatisch mitgeliefert zusammen mit der Ansaugung. Jetzt haben wir in der Vergangenheit ja mal das ein oder andere Video gezeigt, wo wir mal bei Saro Exhaust waren und wo auch noch mal ein paar ganz andere Kaliber von Hyundai i30N Motoren rumstehen, bis zu über 500 PS. Was brauche ich denn dann? Ja, dann auf jeden Fall kommen wir so langsam in den Bereich hier. Das heißt Kolben, Lagerschalen, AAP-Stehbolzen bzw. Lagerbolzen für den Motorblock, Pleuel, also Stahlpleuel, geschmiedetes Stahlpleuel, Supertech-Ventiltrieb komplett mit Federn, mit Titan-Ventilfederntellern und so weiter. Und als kleines Highlight wollte ich euch nochmal zeigen, das wissen nämlich die wenigsten, wir haben extra für uns speziell anfertigen lassen, Stehbolzen für den Abgaskrümmer zum Zylinderkopf für den Hyundai i30N. Was ist denn daran jetzt so besonders? Und zwar das Gewindemaß. Das ist hier nämlich M10 x 1,25 mit 10,9er Stärke. Und dementsprechend, die sind nicht so einfach zu kriegen. Ihr könnt gerne mal googeln. Ja, auf jeden Fall, die würden wir auch immer empfehlen, wenn ihr den Turbolader
ausgebaut habt, würden wir immer neu machen, weil jedes Mal, wenn ich sozusagen die Schrauben da anziehe, schwäche ich auch das Gewinde. Zum Schluss noch etwas, was der TÜV nicht so gerne sieht, und zwar ein Blow-Off-Ventil von TurboSmart. Haben wir auch von GFB. Bei TurboSmart gibt es zwei Versionen. Es gibt ein offenes und geschlossenes. Das geschlossene, so wie es sagt, führt die Luft zurück. Ich glaube, da könnte man über eine 21-Einzelabnahme das eintragen lassen. Fragt da mal euren Prüfer. Bei der offenen Variante natürlich nicht, weil die ist natürlich dementsprechend auch laut, aber hört sich einfach nur geil an. Das war jetzt mal so ein kleiner Einblick, was wir fahrzeugspezifisch an Teilen unter anderem anbieten. Das haben wir nicht nur für den 30N, auch für den Yaris mittlerweile und auch für ja, VR6 Turbo und für BMW M50 und für, keine Ahnung, schlag mich tot, Nissan GT-R, Honda Civic Type R und so weiter. Das heißt, wir haben neben unseren Universalteilen, womit wir mal vor 18 Jahren angefangen haben, unser Portfolio stetig erweitert. Denn es gibt natürlich die einen, die alles komplett selber bauen, also sich selber schweißen und konstruieren. Dafür haben wir unsere Universalteile. Aber es gibt natürlich auch die Schrauber, die nicht die Möglichkeit haben und dementsprechend möglichst Plug-and-Play-Bauteile haben wollen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen heiß gemacht, denn wie ihr wisst, jetzt ist schon März, Ostern ist bald vorbei und dann geht die Saison los. Wenn ihr mal euer Modell nicht finden könnt oder bestimmte Teile für euer Modell, dann schreibt einfach unseren Technik-Support, entweder per E-Mail oder ihr könnt auch anrufen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt und durch Zufall auf dieses Video gestoßen seid, weil ihr nach Hyundai E30 N-Tuning gesucht habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Subscriber-Button aktiviert und vor allen Dingen die Glocke. Denn dann werdet ihr immer rechtzeitig über unsere neuesten Videos und auch Produkte informiert. Bis zum nächsten Video. Ciao.